So, dann wollen wir mal einen Zwerg retten. In den Kommentaren stand, dass es wirklich wahrscheinlich an dem Stoff lag, diesem Garnstoff. Nur den müssen wir erstmal herstellen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo der Webst. Oh, was kommt denn da an? Du machst gerade Garn. Ja, Webgarn zu Stoff. Das ist doch genau das, was ich eigentlich gerade machen wollte. Also, eigentlich wollte ich erst zum Farmers Workshop und irgendwelche Pflanzen zu Garn verarbeiten, um dann das Garn zu Stoff und den Stoff von Lovecrafts verarbeiten zu lassen. Lovecraft and Cats meine ich natürlich. Aber anscheinend macht er das jetzt schon. Aber er rührt sich nicht. Okay, dann machen wir das Ganze doch nochmal. Also Farmers Workshop. Haben wir sowas überhaupt irgendwo? Oh, haben wir viel Essen. Oh ja, Farmers Workshop. Hier oben haben wir unsere Animal Stockpiles und die Farm und lauter Käfige, wo anscheinend tote Hunde drin sind. Aber kein Farmers Workshop. Hier haben wir Craftsdorfs Workshop. Müssen wir auch noch gleich machen. Unsere Schlachterei. Webstuhl. Oh, hier unten. Ja, hier ist der Farmers Workshop. Sehr schön. Also, wir hätten gerne Spin Thread. Glaube ich zumindest. Machen wir jetzt einfach mal dreimal so. Und wir machen Process Plants. Obwohl das, glaube ich, ist, die Pigtails zu Stoff zu verarbeiten. Dann können wir auch noch Process Plants to Bag, to Barrel und to Vial. Also das ist irgendwelche Pflanzen weiterverarbeiten und das, was dabei rauskommt, dann entweder in einen Sack, ein Fass oder eine Fiole zu kippen. Wobei ich mir nicht wirklich sicher bin, was das alles ist. Also ich glaube, in einen Beutel kann man diese Quarry Leaves oder wie die heißen, reintun. Das sind irgendwelche Nahrungsmittel, die man verkochen kann. Könnten noch eine Kreatur scheren, aber ich glaube, wir haben keine Schaf- oder andere Artige. Und es müsste echt das Garn sein. Na gut, lassen wir kurz weiterlaufen, gucken wir, ob jemand jetzt hier hinkommt. Denn langsam läuft die Zeit echt aus. Der dreht sonst gleich durch. Da kommt einer. Sehr schön. Hier wird weiter Garn produziert. Aber kein Besessener darunter stürmt und sich was klaut. Das ist schade. Na gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann mache ich einfach weiter im Programm und dann haben wir noch einen Zwerg weniger. Was ja echt doof ist, aber lässt sich nicht ändern. Ja, wird alles schön weiterverarbeitet. Alle Ressourcen sind da, keiner meckert, aber wir kriegen andauernd Meldungen, dass wir von einem riesigen Olm gestört werden. Und zwar hier unten. Ach, die wollen immer noch die Mauer bauen. So. Das heißt, sie werden gleich wieder versuchen vorbeizulaufen und laufen wieder zurück, weil der Olm im Weg ist. Komm schon, einer von euch muss doch durchhuschen können und die Mauer zumachen. Und. Jetzt laufen sie einfach nur weg. Was zur Hölle? Warum lauft ihr da weg? Da ist doch gar kein Ausgang mehr. Oh, da ist noch ein Ausgang. Aber es gibt keinen Eingang mehr zurück in die Festung. Die Jungs sind echt komisch. Vor allem sind das fünf, sechs Zwerge und eigentlich soll nur eine Mauer gebaut werden. Das ist echt das blanke Chaos da unten. Na gut, wir ignorieren jetzt das Chaos da unten mit diesem Riesenolm. Wir ignorieren, dass einer unserer Zwerge besessen ist, denn wir haben schon so ziemlich alles ausprobiert. Jetzt kümmern wir uns erstmal wieder darum, dass unser Fort ein wenig an Ansehen gewinnt. Und das macht man durch Geld. Also, wir stellen jetzt erstmal nichts her, sondern wir gucken, was wir so alles in unseren Stockpiles haben. Steine müsste mehr als genug haben. Barren würde ich ganz gerne gucken. Barren. Wir haben jede Menge Eisen. Das ist schon mal gut, dass wir dann später ein bisschen Stahl vielleicht herstellen können. Pig Iron haben wir nur eins. Na, okay, dann halt Eisensachen. Für unsere zukünftige neue Miliz, dass wir die ausrüsten können. Obwohl die ganzen alten Rüstungen ja noch da sind. Hust, hust. Kaum gebraucht und so.
Wir haben auch genug Kohle, das ist schön. Wie schaut's mit Gold aus? Wir haben ja ein bisschen Golderz abgebaut. Das könnten wir jetzt weiterverarbeiten und sollten wir vielleicht auch. Denn klar, wir können auch Kinkerlitzchen nur aus Leder, Stoff und Stein herstellen. Aber mit Gold geht das schon wesentlich schneller. Und ich glaube, wir müssen da schon einen Zahn zulegen. Denn ein paar Steinkinkerlitzchen werden nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier Dutzende von Zwergen gestorben sind. Ja, also das werden wir auf jeden Fall machen. Steine haben wir, Granit 850, das dürfte auch eine Weile reichen. Unbedingt dran denken, dass unser Engraver den ganzen Boden verziert und die Wände. Ja gut, das soll mir erstmal reichen. Also, zuallererst, wo ist unsere Essenshalle? Genau hier. Und wir würden gerne Engrave Stone. Alles. Warum machst du das nicht? Ach, der Boden ist hier weich, den kann er gar nicht engraven. Schade. Denn gerade in so einer Dining Hall ist es recht praktisch, wenn man Engraving benutzt. Also erstmal die Wände glatt schleift und danach verziert. Weil dadurch wird es dann sehr schnell eine sehr gute Dining Hall. Und je besser die Dining Hall ist, desto glücklicher sind die Zwerge. Hier. Klar, wir können jetzt den Boden unten im Schießstand verzieren, aber hier wird niemals ein Zwerg hinkommen. Oben im Eingangsbereich können wir es wahrscheinlich auch nicht, weil der Boden hier auch weich ist, genauso wie die Wände. Das ist ärgerlich. Ich glaube, ab hier können wir verzieren, wo der Boden so braun ist. Weil das hier halt Shared ist und das andere war Jet. Na gut, fangen wir einfach hier an. Oh, und die Schlafräume können wir auch gleich mit verzieren, aber es geht hier auch nicht. Achso, es muss erstmal gesmoothed werden natürlich. So, einmal glatt schleifen. Alles. Da hat er ein bisschen was zu tun. Denn ich glaube, wir haben momentan auch nur einen Engraver, um sicherzustellen, dass immer die beste Qualität vorhanden ist. So. Die Etage auch noch. Die Etage auch noch. Die Etage sowieso, weil hier die Nobelleute sind. Die müssten eigentlich als allererstes... Ach, die sind ja schon. Das heißt, da können wir dann gleich schon mal Engraving machen. Also hier noch schleifen. Zack, 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 zack. Wieder eine Etage hoch. Und hier der obere Bereich ist schon geschliffen. Dann können wir hier Engraving machen. So. Und bis da. Sehr schön, das haben sie sogar farblich abgeändert. Also hier erkennt man halt weiß, das wird nur geschliffen. Und blau ist, dass es engraviert wird. Also verschnörkelt. So, was sagt unser Noble Screen? Wir haben mal wieder ein Mandat, das ich verpennt habe. Crossbows 2. Hast du sehr schnell gemacht. Wir hätten gerne Wood, nicht Wit. Wooden. Crossbows 2. So, also, es wird glatt geschliffen, es wird verschnörkelt. Wir wollen jetzt Goldbarren schmelzen. Und wie ihr sehen könnt, wir haben schon jede Menge Golderz. Und davon können wir auch recht schnell viel mehr holen. Unten in dem Höhlensystem sind ja nicht so viele aggressive Kreaturen. Und da ist jede Menge Erz. Also, nicht im Killen, im Smelter. Wir hätten gerne Smelt Native Ore. Und zwar Gold Ore. Oh, noch besser, Platin. Wo haben wir denn Platin her? Aber ich glaube, das ist nur diese eine kleine Fitzelchen da. Ich gehe mit dem Cursor rauf. Ja, wir haben nur ein Platin-Nugget. Das ist so richtig schön hell, also heller als Bismuthinit. Gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo... Hier ist Gold. Oh, sogar direkt bei uns um die Ecke quasi ist das Gold. Das können wir gleich schon mal abbauen. Obwohl, dann sehen die Wände komisch aus. Ich gucke erstmal weiter unten, ob da noch irgendwo was ist. Ja, hier ist überall Gold. Aber dazu müsste ich überall die Wände anditschen. Sowas mag ich gar nicht. Ne, dann müssen sie halt runtergehen ins Höhlensystem. Aber wir haben ja noch genug Golderz, das passt schon. Also, die schmelzen jetzt oben Golderz ein, die schmelzen das eine Platin ein. Und wo sie gerade dabei sind, können sie nach dem Platin auch noch Malachit einschmelzen. Daraus kommt Kupfer. Und aus dem Kupfer können wir dann Waffen für die Fallen bauen. So, das hätten wir auch schon mal erledigt. Wie schaut's aus mit Waffen und Rüstung? Stocks.
Jetzt kommt wieder das Problem, dass wir nicht wirklich auseinanderhalten können, was was ist. Also wir können jetzt nicht sortieren nach Metallen. Zap. Wir haben 3 Iron Breastplates. Das ist nicht sehr viel. Wir haben jede Menge Kupfersachen. Die können wir allgemein mal einschmelzen. Das sind die ganzen Rüstungen von den Goblins. Obwohl, warte mal, es geht, glaube ich, einen Ticken schneller, wenn ich das hier mache. So, drück mir vorher noch F, damit es nicht mehr verboten ist. Iron Mail Shirt haben wir nur 1. Eigentlich bräuchten wir pro Iron Breastplate 3 Iron Mail Shirts. Also sollten wir noch 8 davon herstellen. Aber das ist echt komisch. Ich dachte, wir hätten viel mehr davon produziert. Es kann natürlich sein, dass wenn die Zwerge jetzt sterben, dass alle ihre Rüstung, die sie am Leib tragen und auch ihre Rüstung und so weiter mit in den Sarg gesteckt werden. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Also klar, es wäre heldenhaft und was weiß ich und ehrenhaft, aber so verbraten wir recht viele Ressourcen. Können wir da jetzt irgendwie reingucken? Hier ist ein Grunt. In dem da. MMMT? Man sieht nur den Granitkoffin, man sieht die Körperteile von ihm, aber man sieht keine Ausrüstung. Nee, nirgendwo. Immer nur die Körperteile. Okay. Da habe ich wohl echt nur 3 davon produziert. Das finde ich komisch. Na gut. Wir hätten gerne Iron Chain. Nein, Iron Mail. Genau, Iron Mail Shirt. 8 Stück davon. Das heißt, wenn das durchgetickert ist, haben wir 3 Brustplatten und dementsprechend 9 Mail Shirts. Das heißt, wir können 3 Zwerge ausrüsten. Super. Ja, wir haben noch viel Arbeit vor uns, um die Miliz richtig gut auszurüsten. Und das müssen wir auch auf jeden Fall, denn wir sollen nicht so ein Debakel haben wie letztes Mal. So, Holz. Brauchen wir, um Kohle herzustellen. Wir brauchen nämlich jede Menge Kohle. Einmal für jeden Gegenstand herstellen brauchen wir Kohle. Für jeden Gegenstand einschmelzen brauchen wir Kohle. Also Kohle, Kohle, Kohle. Wir hätten gerne Make Charcoal. Nee, kein Käse. Charcoal bitte. 30 und gleich nochmal. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht genug Holz haben. Aber das können wir versuchen ein wenig abzufangen, indem wir uns hier mal unsere Pilzfarm angucken. Sieht aber nicht gut aus. Also ich sehe überall kleine Pilze, aber noch keine hochgewachsenen. Aber es sind richtig schön viele. Ja, ein bisschen öfters die Pause weiterlaufen lassen und dann haben wir hier jede Menge Holz. Das passt schon. Also Rüstung ist in Arbeit. Alte Sachen werden eingeschmolzen. Wir werden immer noch von dem Olm gestört. Und ich weiß nicht, wie stark so ein Olm ist. Das war hier unten irgendwo bei der Mauer. Die Mauer wurde immer noch nicht gebaut und da ist immer noch der Olm. Und da scheint gerade jemand gestorben zu sein? Haula Marulakmam. Ach du Scheiße. Ich scroll gerade mal noch hoch, aber ich sehe hier nirgendwo Nachrichten, dass ein Zwerg gestorben ist. Nur, dass ganz viele Hundewelpen gestorben sind. Also gestorben worden sind. Nö, es muss eine ganz alte Leiche sein. Oder einer von den Händlern. Aber nee, der hat einen eigenen Namen gehabt, richtig? Ja, der hat einen Hauler-Namen gehabt. So wird kein Händler heißen. Was sagt der Olm? Der Olm hat Lungenfische im Maul. Sehr schön. Ein riesiger amphibischer Jäger. Sie ist riesig, weiße Haut und schwarze Augen. Also ein fast Albino-Olm. Na gut, hilft alles nichts. Wir aktivieren unsere Färbemittel und bewegen die mal in Angriffsposition. Also erstmal hier hin. Aber wenn wir sie gleich auf den Olm losschicken, dann sammeln die sich vorher nicht und trudeln da einzeln ein, das wollen wir ja nicht. Was zur Hölle? Der erste von dem Blitz ist schon da? Oh, ich glaube, einer von denen, die Mauer aufbauen wollten, gehörten zu Miliz. Und waren deswegen sofort aktiv und sofort schon hier. Ah. Okay,
Befehl zurück. O. Und jetzt gleich den Tötungsbefehl geben, damit die anderen so schnell wie möglich ihrem Kumpel hier zu Hilfe kommen. Und in der Zwischenzeit gucken wir uns mal die Wunden an. Wunden. Keine Wunden. Wunden. Sehr schön. So darf das weitergehen. Ah, der Olm hat schon ganz viele gelbe Wunden und der Zwerg erst eine im Unterkörper. Wer ist das überhaupt? Meruvi? Meruvis. Okay. Dann hau den mal tot, Meruvis. Das wäre echt toll. Oh oh. Oh oh. Blinkende Zwerge sind nicht gut. Und hier ist eine Socke und ein Schuh. Das heißt, ihm ist ein Körperteil abgehackt worden. Oh, ja. Er hat seinen linken Fuß verloren. Und er ist fast ohnmächtig. Wie sieht der Olm aus? Immer noch alles gelb. Ach komm schon, nicht schon wieder die Miliz verlieren. Wo ist überhaupt der Rest von denen? Und das werden langsam echt wenig Zwerge. Armor, Weapon, wo sind unsere Grunts? Pawn, Howler, Mechanic, Hammer, da. Der Auftrag ist, töte den riesigen Olm, Pankolos. Das heißt, er müsste eigentlich auf dem Weg sein. Wo ist... Da. Meruvis hat keinen Befehl, aber er kämpft hier eh gerade. Und wo ist unser dritter Hammerzwerg? Oder hatten wir nur zwei? Mist, Mist, Mist. Ja, nö. Dann kann jetzt nur noch Pankolos den Tag retten. Zoomen wir mal ganz kurz zu ihm hin, ob er nah dran ist. Was zur Hölle? Pankolos ist auf dem Stockpile und rührt sich nicht. Und geht ganz langsam da die Treppe runter. Okay. Also, tut mir leid. Du wirst das da alleine machen müssen. Auch wenn du keinen Fuß mehr hast. Aber es sieht irgendwie so aus, wenn er abhauen wollen würde. Oh, schön. Er konnte gehen. Also, humpeln. Und hier ist alles voller Blut und Körperteile und was weiß ich. Du blutest mir jetzt aber nicht aus, oder? Er ist pale. Also schon kreideweiß. Pankolos, wir brauchen dich. Wo bist du? Ja, schön. Jetzt kommen noch mehr Zwerge an, um die ganzen Körperteile abzutransportieren. Und sie werden dabei von Troglodyten gejagt. Pause. Jetzt muss das Ganze ein wenig besser aufgezogen werden. Alarm, alle in den Inside. Also alle Zivilisten. Och nö, da oben ist jemand gestorben. Oh, noch ein Howler? Warum kriege ich hier keine Todesnachrichten? Der Howler Tarsus wurde gefunden. Oh, okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Und da wird noch jemand verfolgt. Ach, das sind die Peregrin-Küken. Pankolos, du hast immer noch einen Auftrag. Hast du doch noch, oder? Nee, der Auftrag wurde aufgelöst. Warum das denn? Einheiten. Andere. Troglodyt, Troglodyt. Wo ist der Riesenolm? Oh, der Riesenolm ist weg. Dafür sind die Troglodyten da. So, Zoom to Creature. S, Shift A, töte alles hier in dem Bereich. Rectangle. So, alles hier in dem Bereich töten. Deswegen hat sich Pankolos nicht bewegt. Der Riesenolm ist einfach abgehauen. Was haben wir jetzt? Migranten, sehr schön. Das ging aber schnell. Na gut, machen wir erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge machen wir die Tore auf, um die Migranten reinzulassen. Hoffentlich sind es ganz viele.
Und wir schauen zu, wie Pankolos drei Troglodyten verprügelt. Oder von ihnen verprügelt wird. Eins von beiden. Also bis gleich.